War ein super Spiel von uns, war ein extrem gutes Spiel, würde ich sagen, aber am Ende haben wir uns selber nicht belohnt. Und ich glaube, gegen City, ich glaube, das ist vielleicht die beste Mannschaft der Welt zurzeit, da muss man 95 Minuten fokussiert sein. Das geht dann nicht, wenn du 2, 3 Aktionen abschaltest. Und das haben wir heute gemacht, leider. Ich glaube, wir sind sehr, sehr enttäuscht, aber ich glaube, wir können auch vieles vom Spiel aber mitnehmen. Wenn wir so jedes Spiel spielen würden, würden wir fast auch jedes Spiel gewinnen. Und ich glaube, am Samstag geht es weiter, wird ein ganz anderes Spiel, aber ich glaube, die Leidenschaft hat heute auf jeden Fall gestimmt. Ja, dann sind es die Kleinigkeiten, die solche Spiele entscheiden. Beim ersten Tor sieht Alex, der ein fantastisches Spiel gemacht hat, bis dahin sicherlich nicht optimal aus. Sieht ihn aber auch relativ spät, glaube ich. Ich habe gerade mit ihm auch nochmal gesprochen. Und beim zweiten ist es natürlich am Ende wieder Erling Haaland, so wie wir ihn kennen, so wie wir ihn häufig bei uns gesehen haben. Mit einer Aktion, die nur Erling Haaland in der Form so umsetzen kann. Ich glaube, wir können heute schon stolz sein auf die Leistung, aber für mich geht auch ein Stück weit Verpflichtung damit einher, am Samstag im Derby für uns ein wahnsinnig wichtiges Spiel einfach eine richtig gute Leistung nochmal abzuliefern, bevor es dann in die Nationalmannschaftsphase geht. Und daher glaube ich, wollen nicht nur unsere Fans einen Sieg, sondern am Ende wollen wir den auch selber haben. Und ich glaube, wenn die Mannschaft so auftritt, wie sie es heute gemacht hat, dann kann es nur einen Sieger geben am Wochenende.